das auf? Guten Morgen zusammen. Heute ist der vierte Tag in Norwegen und es ist fast 7:30. Die Sonne geht gerade auf und der Himmel ist fast komplett blau. Es regnete ein wenig in der Nacht, aber nicht zu viel. Das Zelt blieb natürlich trocken. Und mein Wasser kocht gerade. Das ging echt schnell. Lasst mich mal darum kümmern. Ich muss sagen, es hat richtig gut funktioniert. Waren nicht mal 10 Minuten, bis das Wasser gekocht hat. Es ist auch einiges Wasser in der Luft, was man gerade über dem Fluss sehr gut sieht. Ja, der Fluss Folla ist nach wie vor sehr laut. Ihr könnt das vermutlich nicht sehen, aber es ist ein bisschen Wasser auf dem Boden. Das Wasser läuft aber vom Zelt einfach ab. Ich zeig das mal. Sollte also kein Problem sein, das Zelt abzubauen. Ich habe es auch bereits geleert. Es ist richtig kalt. Bin ja vor ein paar Tagen bei fast 30 Grad Celsius losgefahren. Aus dem Grund bin ich auch etwas wärmer angezogen. Wir haben knapp 3 Grad Celsius. Das Auto zeigt sogar 1 Grad Celsius an. Das sind etwas weniger als 40 Grad Fahrenheit. Die Werte in Fahrenheit klingen immer deutlich heißer, als es eigentlich ist. Zumindest für mich. Ich baue mal das Zelt ab. Und fürs Frühstück gibt es heute eine Art Shake. Ich will endlich loskommen. Halt. Bevor wir aufbrechen, zeige ich euch mal, wo es eigentlich gestern lang ging. Wir starteten in der Früh auf einem wilden Parkplatz und machten uns unter Mitführung unzähliger Miniaturflugviecher, Fachausdruck, auf dem Weg zum Bahnhof Krøderen. Von dort ging es über Hønefoss und Jevnager zur Dingelstad Gamle Kirke. Anschließend ging es über ein kleines Hochplateau zu einer Kirche mit Runenstein. Der Weg zu den Steinritzungen bei Drotten war eher kurz. Dies gilt auch für die Fahrt zur Bobbahn. Dann ging es ins Gudbrandsdal und dort zur Stabkirche in Forvang. Die Etappe zur Stabkirche in Ringebü war nicht sehr lang. Dafür führte uns die Fahrt zu den Moränenablagerungen Kvitskriuprestan tiefer ins Gudbrandsdal und ins Nebental Uldal. Um zur historischen Mine in Folldal zu gelangen, sind wir dann übers Dovrefjell gefahren. Von dort ging es zum Zeltplatz am Fluss Folla stetig bergab. Den vielen Regen die letzten Tage und nun das Sinken der Temperatur macht sich viel Nebel breit. Thank you.
Es ist Sonntagmorgen und damit noch nichts los. War einfach zu günstig, um hier nicht nachzutanken. Brücke bei Tolga. Wir befinden uns an der alten Brücke beim Örtchen Tolga, wo ich die Gelegenheit genutzt habe, aufzutanken, da die Benzinpreise in Norwegen krass schwanken. Ich habe Preise zwischen 18 und 26 norwegische Kronen gesehen. In Deutschland ist man froh, wenn man 10 Cent, was etwa eine Krone entspricht, sparen kann. Ich bin das nicht gewohnt. Das heißt, man kann umgerechnet bis zu 80 Cent pro Liter sparen. Das ist irre. Ja, nun aber zur Brücke. Der viele Nebel ist krass. Das Wasser im Fluss ist aktuell wärmer als die Umgebungstemperatur. Dadurch bildet sich über dem Fluss zusätzlicher Nebel. Der kommt nicht nur vom Regen der letzten Tage. Der Fluss hier hat den Namen Glomma. Die Brücke ist ein erstaunliches Werk der Ingenieurskunst. Die erste Brücke, die hier stand, wurde 1736 gebaut und dann im Jahr 1859 wieder aufgebaut. 1997 wurde nun die aktuell stehende Brücke rekonstruiert. Die Brücke befindet sich etwa 1,5 Kilometer nördlich vom Stadtzentrum von Tolga an der Route 30.
Diese Art der Brücke ist sehr ungewöhnlich und hat eine Spannweite von 32 Metern. Damit ist sie die größte ihrer Art in Norwegen. Weiter geht es nun mit fettbefreiter Linse nach Røros, direkt ins Sonnenlicht. So viel Helligkeit tut richtig weh. Minenstadt. Da Sonntag ist, kann man heute kostenlos parken. Ansonsten ist die App Easy Park hier eine gute Alternative. Das Gebiet um die Stadt Røros wurde vom südsamischen Volk zur Rentierhaltung genutzt. Die Gegend ist für ihre Kupferminen bekannt, wie wir bereits in Folldal am Vortag gesehen haben. Die Stadt selber ist eine der beiden landesweit bedeutendsten Bergbaustädte Norwegens, neben Kongsberg. Die Bergbautätigkeit begann im 17. Jahrhundert. Während des Skandinavischen Krieges wurde die Stadt 1678 und 1679 zweimal niedergebrannt. Im Jahr 1644 begann der Kupferabbau in den Bergen bei Rauhamaren. Der Höhepunkt der Produktion begann ab 1740 aufgrund der hohen Preise für Kupfer und Zink. Nach 333 Jahren wurde die Bergbautätigkeit in Røros schließlich im Jahr 1977 eingestellt. Røros kann man richtig das Gefühl bekommen, in die alte Zeit zurückversetzt zu werden und sich vorstellen, wie hart das Leben damals gewesen sein muss.
Nicht nur, dass die Stadt ein hervorragend erhaltenes Stadtzentrum hat, kann man heutzutage allerlei Zeichen der ehemaligen Minenaktivität betrachten und unter Berücksichtigung der Öffnungszeiten sogar besuchen. Ich war für Letzteres viel zu früh hier. Alles war noch geschlossen und sehr ruhig. Als Geolog ziehen mich natürlich vor allem die alten Schlackerberge an. Ob es hier was Interessantes zu finden gibt? Mal davon abgesehen, dass man von hier eine phänomenale Aussicht auf das Städtchen hat. Aus den Aufnahmen aus der Stadt, wo ich den Exposure Value etwas erhöht habe, um mehr Licht zu bekommen, resultiert nun das erste Stück der nächsten Fahrt deutlich zu hell.
Okay, zum Schluss wird es nochmal richtig hell. Zum Glück habe ich irgendwann angehalten und den Wert zurückgesetzt. Uff. Auf einem etwa 914 Meter hohen Pass entlang des Stugudalsvegen habe ich mal für die krasse Aussicht spontan angehalten. Der Hammer. Weiter geht's Richtung Norden.
Der Tag schreitet langsam voran und die Straßen werden voller. In der Stadt Hel ist ein Bahnhof an der Kreuzung der Nordlandlinie und der Meråker Linie. Die Nordlandlinie verläuft zwischen Trondheim und Bodø, während die Meråker Linie Hel und Storlien in Schweden verbindet. Der Bahnhof wurde 1881 eröffnet, während das Gebäude 1902 eröffnet wurde. Der Name Hel leitet sich vom altnordischen Helir ab, was Höhle bedeutet. Die Hölle heißt auf norwegischen Hel. Oder besser bekannt als Hellwetter. Hellgods Expedition bedeutet also in Wirklichkeit Hell Frachtdienste. Nun sind wir mitten im Trubel angekommen und es geht hinter einem sehr vorsichtigen norwegischen Autofahrer entlang der E6 nach Norden. Ursprünglich ging die Europastraße 6 von Rom nach Trondheim. Aber dies ging im Jahr 1984 nach einer Umstellung des Europastraßensystems verloren. Dies übernimmt nun die E45. Die E6 verläuft heutzutage von Trelleborg in Schweden über Malmö, Göteborg, Oslo, Trondheim, Muschön, Mo i Rana, Narvik, Alta, Karasjok nach Kirkenes. Sie wird streckenweise auch noch massiv ausgebaut, um den Verkehrsfluss zu optimieren. Für das nächste Ziel verlassen wir die neue E6 und fahren auf der alten zum nächsten Ziel. Erstaunlich, wie man früher nach Norden gelangt ist. We'll be right back.
Steinritzungen bei Holthorst. Schade, das hat nicht so funktioniert. Die Steinritzungen sind mit einer großen Plane abgedeckt. So kann man diese leider nicht betrachten. Vermutlich sind die Steinritzungen für den kommenden Winter bereits abgedeckt worden. Na gut, dann geht es zurück auf die neue E6 und im teilweise dichten Verkehr stetig weiter Richtung Norden. Auf Wikipedia, wenn man nach Helleristningen wie Holthorst sucht, kann man auf der norwegischen Seite diese begutachten. Außerdem gibt es einen Abdruck in der Ausstellung Mittelnorwegens Vorgeschichte des Wissenschaftsmuseums in Trondheim.
Nordlandportal. Das Nordlandportal grenzt die Völker Trøndelag und Nordland voneinander ab und ist damit der inoffizielle Eingang ins nördliche Skandinavien.
Man kann hier nicht nur kuriose Selfies machen, sondern auch eine warme Mahlzeit genießen, die Beine nach langer Fahrt entspannen und Souvenirs kaufen und Elstern füttern. Es ist nun bereits etwas spät und wir treten die Reise zum letzten Ziel des Tages an. Immer weiter der E6 folgend. Der Lachswasserfall Lachsforsen ist insgesamt 17 Meter hoch. Der Fluss Wefsna fließt nordwärts und der Wasserfall liegt sehr nahe der E6, etwa 20 Kilometer nördlich von Trofors. An der rechten Seite des Wasserfalls befindet sich eine Lachsleiter, wo die Lachse in mehreren Stufen die obere Flussebene erreichen können. Diese Leiter wurde zwischen 1992 und 2017 wegen der Gyrodactylus infizierten Lachse gesperrt, damit diese nicht die Laichstellen erreichen. Gyrodactylus salaris ist ein Parasit,
der in der Haut des Lachses nistet und diese verzehrt. Nun sind es noch etwa 30 Kilometer bis nach Moschön, wo ich das im Voraus gebuchte Hotel aufsuchte. Schön. Aber das lief anders, als ich geplant hatte. Das Hotel, was ich gebucht hatte, hatte einen Schlüssel-Safe, für den man einen PIN brauchte. Ich wusste das nicht und stand so ohne Zugang zu meinem zugegebenermaßen sehr günstigen Hotelzimmer da. Ich habe das Hotel dann über die Booking-App kontaktiert, aber erhielt keine Antwort. Da ich aber ein Hotel für die Nacht brauche, buchte ich halt spontan ein Zimmer im Hotel Moschön. Dann lasst uns meine kleine Roomtour machen, da es ein kleines Zimmer ist. Okay, das sind ein paar Haken und ja, das ist das Zimmer. Ein paar künstliche Pflanzen. Ein schmales Bett mit Fernseher. Als würde ich das brauchen. Also das ist den Fernseher. Ein paar Lampen. Ein kleiner Tisch, den ich gleich belegen werde, um die Daten zu sichern. Das Bad ist ebenso sehr, sehr klein. Die Dusche sollte reichen. Ich habe noch kein so kleines Waschbecken gesehen. Das Coole ist, dass ich einen Blick auf die Eisenbahn habe. Nee, Quatsch, auf die Berglinie natürlich. Außerdem habe ich Abendessen und Frühstück inklusive. Ich hoffe, das Essen ist gut. Ein Ding, was mich seitdem ich in Norwegen bin plagt, ist mein linker kleiner Zeh. Beim Packen bin ich zweimal ganz übel gegen den im Weg stehenden Staubsauger gestoßen und das Nagelbett hat sich entzündet. So habe ich schweren Herzens beschließen müssen, dass ich die größeren geplanten Wanderungen sein lassen werde. Das wirft meine schöne Urlaubsplanung komplett über den Haufen und ich bin nun am Abend dran, die restlichen Ziele in eine spontane, andere Route zu überführen. So buche ich bereits ein Hotel für den kommenden Abend, denn mit der Entzündung möchte ich nicht im Schlafsack liegen. Das hat auf heute schon ein wenig genervt. Und das Abendessen war leider nichts für mich. Da ich wegen meiner Allergien dann lieber darauf verzichtet habe und was extrem Gesundes, nämlich die norwegische Variante von Fisch und Chips esse. Die Route heute brachte uns sehr nah an den Polarkreis. Heute früh ging es vom Zeltplatz zur rekonstruierten alten Brücke in Tolga. Danach ging es auf kurzem Weg ins Minenstädtchen Røros. Von dort führte uns die Route durchs zentrale Norwegen dicht an der schwedischen Grenze vorbei zum Bahnhof Hel. Ab da ging es konstant der neuen und teilweise alten E6 entlang zu den leider verdeckten Steinritzungen bei Holthaus. Die nächste straffe Etappe leitete uns zum Nordlandportal. Weiter der E6 entlang kamen wir dann am Laxforsen an. Und die letzte, abendliche Fahrt brachte uns dann zu einem anderen als geplanten Hotel in der Stadt Moschön. Der nächste Tag wird fahrtechnisch noch viel krasser als der heutige. Denn das nördlichste Ziel des Urlaubs, das Überfahren des Polarkreises, steht an. Natürlich mache ich noch einen Stopp am Arctic Circle Center, dem Polarkreiszentrum. Da
Danach geht es dieselbe Route wieder nach Süden, direkt am Flughafen von Trondheim im Städtchen Stjørdal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.